Falls du dich schon immer mal gefragt hast, wie eine Woche voller Arbeit im Leben eines Selfmade-Multimillionärs aussieht, dann willkommen zu diesem Video. Ich nehme dich mit in meine Welt und zeige dir, was man in einer Woche alles erleben und erreichen kann. What's up, ladies and gentlemen? Willkommen zu einer weiteren Woche. Wir sind gerade mit der Flying Emirates, sind aus Dubai gerade gekommen, fliegen jetzt nach Los Angeles. Sind dort für einen Tag, morgen dann in Las Vegas, einen Tag später wieder zurück nach Los Angeles, fliegen von Los Angeles in der Mitte der Woche nach New York und danach nehme ich euch mit zum Super Bowl nach Arizona. Let's do it. Wir sind in Los Angeles, aber wir haben uns gerade unentschieden. Wir fliegen jetzt erstmal nach Vegas. Wir fliegen jetzt erstmal nach Las Vegas. Vegas, baby. Also, wir treffen dort Ray. Heute Abend ist da ein Snoop Dogg-Konzert. Treffen den Manager von Ray und ich habe Helena und meiner Nichte versprochen, dass ich 2 Stunden mit ihnen spiele. Wir gamblen! Let's go! Die haben die letzten Wochen, Monate richtig hart reingehauen, deswegen machen wir das doch mal 2 Stunden. Ansonsten, all about the business und die können dann ihr Ding machen, all dass ich money. Den Tag voll mache. Und dann geht's dann morgen zurück auf die Grammys. Vorher noch ein Pro Bowl und dann geht es morgen dann zurück zu den Grammys. Also, let's go. Wir sind in Vegas, baby. Man ist jetzt mal, glaube ich, vor 2 Jahren hier und das ist so krass. Onkel hat ja damals so viel gespielt gehabt. Ich glaube, er hat über 1 Million gespielt gehabt. Spielen wir gemeinsam? Ich habe gerade erzählt gehabt, dass er vor 2 Jahren, glaube ich, über 1 Million gespielt gehabt. Ja, und seitdem kennen die meinen Namen und seitdem lassen die mich nicht mehr so gern gewinnen. Na, deswegen bin ich ein bisschen vorsichtiger, aber vor allen Dingen genießen wir die Zeit jetzt mal. Whoops! Whoops! I thought you weren't coming. For a second there, all the other people came off the plane, but then I realized bunch of luggage, and I knew you'd be coming. So the other driver who has all the luggage, he doesn't know who you were. So he was asking me if why I didn't have my sign that said your name. I said I don't need the sign. I know him so many. I've driven him so many times. I know what he looks like, and I could definitely tell. Is he like every other customer you have, or is he different? He's not like every other customer I have, no. He's definitely one of the best people I drive. He has a great personality, he's always happy, and he's awesome. Does he tip well, or? Oh! Well, that's besides the point, but yes, he definitely does. 100%, so. In Las Vegas angekommen. Nun auf dem Weg zum beliebtesten Hotel der Stadt. Das Wynn Hotel. Wir checken uns jetzt einmal ein. Wir sind jetzt im VIP-Check-In und normalerweise, das zeigen wir euch später mal, da hinten ist die normale Check-In-Line. Die ist rappelvoll, also momentan ist das Hotel sowieso richtig voll. Und Onkel ist schon da hinten und wir checken uns in unsere Suite ein. Wir sind gerade in Las Vegas angekommen und auch wenn wir eigentlich sofort gamblen gehen wollten, darauf haben wir uns schon richtig gefreut, hat Thaddeus jetzt noch 2 Meetings dazwischen gequetscht bekommen und er hat uns gebeten, uns arbeitsready zu machen, deswegen habe ich mich jetzt umgezogen in den Anzug und wir werden jetzt noch ein Team-Meeting machen. Einfach kurz besprechen, was die Prioritäten sind für diese Woche, was die Ziele sind für diese Woche, denn es ist super wichtig, dass wir die Zeit, die wir hier haben, maximieren. Und auch wenn wir heute nach dieser 24-Stunden-Reise eigentlich einen Break machen wollten, was natürlich cool gewesen wäre, herrscht hier einfach immer Arbeitsatmosphäre. Was geht? Was trainierst du heute? Ich trainiere heute Beine und ich bin super müde, aber ganz, ganz wichtig, doch die optimale Performance. Optimal zu performen, ist wichtig, dass wir in unserer Routine bleiben und das Gym ist einfach Teil meiner Routine. Ich performe besser, wenn ich das im Gym mache, deswegen bin ich jetzt im Gym. Ey, Quark, ich geh's.
Der Jetlag kickt immer noch. Let's start the day. I was living for myself, I was dead wrong till I get the call, no cell phone. Kennst du es, wenn Leute nicht das meiste aus ihren Tagen und ihren Wochen holen, aber glauben, sie werden das Jahr gewinnen? 10 Jahre sind nicht 10 Jahre. 10 Jahre sind 10 Sommer. 10 Jahre sind 10 Winter. 10 Jahre sind 10 Frühlingsphasen, 10 Herbstphasen. Das heißt, du hast eigentlich nur 3 Monate von jeder Phase. Das heißt, um dieses Jahrzehnt zu gewinnen, was willst du machen? Du willst den Tag gewinnen. Die meisten Leute planen nicht ihre Woche und machen nicht das meiste aus der Woche. Mein Ziel ist, absolut zu maximieren. Wer der Herr seiner Zeit ist, ist der Herr seines Lebens. Wir sind jetzt in Las Vegas angekommen. Heute geht es zum Pro Bowl. Danach bin ich mit Ray Lewis auf dem Weg nach Los Angeles. Ich nehme ihn heute mit, damit wir die Zeit effektiv nutzen. Denn er hat so viel zu tun, ich habe sehr viel zu tun, dass wir einen Flug nutzen werden für unser Businessgespräch. Dann sind wir auf den Grammys. Und diese nächsten 3 Wochen werden absolut Wahnsinn, absolut crazy. Wir sind dann abends mit Floyd, morgen nehme ich die Ladies mit, zu seinem Training. Haben ein paar Businessgespräche, aber wichtiger ist dann der Tag darauf. Da werden alle Stars dabei sein beim Spiel von LeBron James, denn er wird wahrscheinlich den All-Time-Leading-Score knacken. Es werden alle möglichen da sein. Also ich bin dort mit Usher, Floyd Mayweather und einem Haufen grandioser Leute, die ich für den Broke to Boss Club gerade gewinne. Am nächsten Tag wieder mit Floyd beim Spiel Clippers gegen Mavericks. Und dann geht es, glaube ich, Richtung New York. Da habe ich einen super großen Business-Deal, da nehme ich euch eventuell mit. Und dann zurück nach Las Vegas. Wird also eine absolut crazy, abgefahrene Woche. Wir sind jetzt hier im wunderschönen Wynn Hotel. Ich ziehe mich jetzt um und ich nehme euch jetzt mit zum Pro Bowl. Das NFL All-Star Game, wo Ray Lewis coacht. Ich kann es kaum erwarten. Ihr werdet die Atmosphäre absolut genießen. Let's go. Yeah. Auf geht's, Leute. Lasst uns reingehen. Yeah. Y'all think too small, I got big dreams. You just stand away. Gerade im Stadion. Im Raiders Stadion. Mit Floyd. Mit der ganzen Crew. Alle hier am Start. Willkommen in Las Vegas. And now we see Ray Lewis dial it up. You can find me where I'm at. We never fall back. We never fall back. You can find me where I'm at. We never fall back. Come up with a game plan. Double XL up in the pen. You can't shake that. I'm here with my boy. He basically runs Vegas. This moment, can tell them real quick who you are, what you're doing. My name is Jayshon White. I'm the Customer Development Director of Wynn and Encore. Not to mention, besides that, I own a couple of businesses. What kind of businesses you got? So I got 5 restaurants, 1 gym, a juice bar, transportation company, and more to come. And the funny thing about him is, he's very humble. But I'm telling you, every celebrity coming to Vegas, everyone is connected with this guy. Yeah. Everyone. I put it this way, I'm 1 degree separation from somebody you know or somebody that needs something out here. So that's what I take stride in. And my name is my brand. I don't fuck up. What separates you from so many others that trying to do what you're doing, bro? The organicness. If I met you when I first started and you can only buy 1 table and that was the best thing you can do, and now you sold your company, maybe you got a promotion or whatever may have transpired in your life, I still treat you the same, and that's what people recognize me for. I'm never too cool, never too anything for anybody, you know what I'm saying? Because at one point, I was at a certain level, and there are people that I met that always treated me the same, so I never changed, you know what I mean? I just try to bring light to everybody I come across. I'm telling you, bro, I appreciate you so much, man. Nothing but love. And I'm sorry I'm doing this interview style, even though, you know. No, man, I'm here, bro. We here. I haven't seen you in a while. I haven't seen you in like 2 summers. That's crazy. Whoever had that great 2 summers. That's my man right here. Appreciate it, bro. What's up? Also gerade gesehen habe, war der Pro Bowl. Ich glaube, das war das Komischste und Coolste, was ich jemals gesehen habe. Ich habe nichts verstanden. Also, um es zu erklären, das war wie ein All-Star-Game. Ja. Und natürlich gehen die da nicht mit Helm ineinander rein. Aber mit Sonnenbrillen? Ja, die sind halt cool. Die haben mit Sonnenbrillen gespielt. Die sind halt cool. Na, auf jeden Fall, Ray war am Coachen, da ist am Coachen. Wir gehen jetzt schon los zum Hotel. Deswegen
ich noch nicht gesehen? Nein, das habe ich noch nicht gesehen. Du siehst es später. Beeilung, Nets. Fliege ist im Jet. Rüber nach Los Angeles mit Ray. So ein bisschen beeilen. Denn Ray ist schon im Flieger. Und wir fahren 10 Minuten dorthin. Deswegen ein bisschen Beeilung, Ladies and Gentlemen. Die Autos warten zum Glück auch schon da. Dann muss man alles geklärt. So doing a day trip? We flying to LA. To LA and then we'll come back. Oh, okay. Doing the Grammys? One chance at best, yes. Painting pictures for the culture, keep the pressure fresh. Took the camera, but the drum of passion never rests. Freedom is our teacher, under pressure, now we bless. See, I was so good for the girl. It's one heart, one shot, my future is yours. Yeah. Nice to meet you. That's Candace. Hello, everybody. She's our cabin host. Look how nice we get picked up. Wie lange, wie viele Jahre habe ich für diese Momente gearbeitet? Nach meiner gescheiterten Basketballkarriere hatte keiner mehr an mich geglaubt. Kaum einer wollte mit mir zu tun haben, aber ich schwor mir. Ich schwor mir, so lange an mir und meinem Leben zu arbeiten, bis ich erfolgreicher werde, als ich mit Basketball je hätte werden können. Ich schwor mir zu arbeiten, bis meine Leit- und Vorbilder zu meinen Freunden und Partnern werden und die Karten endlich wieder neu gemischt sind. Da ist jemand ganz schön müde. Hast du schon gesehen, was man mit diesem Sitz machen kann? Ich zeig's dir. Du kannst mit dem Sitz entweder seitlich oder, warte, ich komme zu dir. Du kannst auch nach vorne gehen mit dem Sitz. Und du hast sogar, jetzt geh wieder nach hinten, du kannst dich auch drehen. Und du kannst dir deine Füße gut machen. Los Angeles. Auf jeden Fall. Wir sind im Landeanflug. Handschnall nicht vergessen. Und in wenigen Minuten sind wir dann in Los Angeles. In wenigen Jahren wirst du zurückblicken und erkennen, wie weit du gekommen bist. Egal, wer heute noch an dir zweifelt, solange du dadurch nicht zu sehr an dir zweifelst und einfach weitermachst, hast du die Chance, dich selbst neu zu erfinden. Es werden Leute in dein Leben gezogen, die dich für den Weg, den du gerade durchquerst, respektieren und lieben werden. Here with Big Bro. What's happening? Es ist alles nur der Anfang. So angekommen in Los Angeles, Big Bro. Die Jungs werden heute nicht mehr viel filmen, deswegen sehen wir uns morgen. Wir alle haben unsere Geschichten. Und das ist meine. Ich kann es jedoch kaum erwarten, irgendwann nochmal deine zu erleben. Denn wie der Spruch schon so schön sagt, alle sagten, es geht nicht. Dann kam da einer und hat es einfach gemacht. Arbeite so lange, solange bis deine Leit- und Vorbilder zu deinen Freunden und Partnern werden. Good morning. Good morning. What's happening? Ich schreibe gerade zur Küche. Danach reisen wir dorthin. Das Problem ist, wenn man so ein Airbnb wohnt und die gerade erst angekommen sind, dann weiß man oft gar nicht, was ob wir auch schon alles hier haben. In Dubai habe ich normalerweise vor meiner Routine, in Miami genauso. Aber in Los Angeles, dadurch, dass wir gerade erst aus Vegas kamen, stellt sie immer morgens die ganzen Sachen. Oder abends haben die gestellt. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was bestellt. Ich wollte gerade zu tun, als ob ich irgendwas weiß, wo das Haushalt ist. Ich habe gar keine Ahnung. Ich träge es mal nach Minus, schreibe meine Gedanken auf und strukturiere jetzt die ganze Woche. Denn steht. So, das ist der wichtigste Zeitraum. Morgens schreibe ich nicht nur meine Gedanken auf, sondern alles, was passiert ist. Jeden Tag mache ich einen Recap. Ich mache es entweder abends, gestern abends habe ich es nicht mehr geschafft, oder morgens. Weil denk mal drüber nach. Ich komme aus Berlin, Wedding. Die letzten 15, 20 Jahre meines Lebens waren nicht so einfach. Und gestern saß ich vormittags mit dem wahrscheinlich großartigsten Boxer aller Zeiten, neben Muhammad Ali, Floyd Mayweather zusammen, und habe dann 2-3 Stunden mit Ray Lewis verbracht. Das ist wahrscheinlich der
einer der legendärsten Footballspieler aller Zeiten, der so smart ist, der sie so viel mitgibt. Und ich, was die Jungs meistens nicht wahrnehmen, ich schreibe mir oft, wenn sie reden, schreibe ich mir voll viele Sachen in die Notizen, weil das, was für sie normal ist, ist wie Gold für jeden anderen. Die Sachen übertrage ich dann in mein Notizbuch, was ich dann später, wie so Insider, die ich dann später meiner Familie, meinen Neffen, später meinen Kindern mitgebe, digitalisiere das Ganze und habe dann wie so eine Art Leitfaden, wie so eine Art Guide, den ich meiner Familie mitgeben kann. Denn Erfolg ist einerseits planbar und Erfolg ist auch nicht aus Versehen. Es gibt schon einen Grund, warum die dort sind, wo sie da sind. Deswegen schreibe ich die ganzen Sachen auf, habe die ganzen Insights, einige von denen Ende der Woche teile ich ja mit euch. Jeden Tag meine Gedanken schreibe ich runter. Dann könnt ihr sie downloaden in der PDF. Aber jetzt nehme ich mir erstmal meine Zeit und schreibe die ganzen Sachen runter. Bevor wir gerade zum Dinner gehen, ich spreche gerade hier mit der jungen Dame Helena, warum ich eigentlich gar nicht vorhatte, sie mit auf diesen Trip mitzunehmen. Das hattest du schon kurz erwähnt, bevor wir losgeflogen sind. Ich habe mich noch gar nicht gefragt, warum eigentlich nicht. Na, wenn du genau darüber nachdenkst, du bist 24 Jahre. Ja. Seit wann arbeitest du bei mir? Seit ich 20 bin. Seit du 20 bist. Und guck mal, es sind so viele Ladies und so viele Leute, die unserer Company so viel machen. Mhm. Und normalerweise habe ich Shane versprochen, sie mitzunehmen alleine. Dann natürlich die beiden Kamerajungs, weil wir alles mit aufnehmen. Ja. Sogar Stefan, Tyron sind nicht mal mit dabei bei diesem Trip. Ja. Du bist 24 Jahre und du hast in deinen jungen Jahren mehr erlebt, allein in den letzten 3-4 Monaten mehr erlebt, als ich erlebt habe, als ich 28 war. Und das Problem, was du halt dabei hast, ist, dass man in die Gefahr läuft, in dem Alter, die Wertschätzung gar nicht mehr zu haben für das, was noch kommt. Mhm. Verstehe ich meine? Ja. Weil wir sind heute Abend nach dem Dinner sind wir mit Floyd Mayweather. Stimmt. Verstehst du, beim Training. Morgen sind wir beim LeBron Game. Usher ist mit dabei. Woody Harrelson sind mit dabei. Am nächsten Tag sind wir wieder mit Floyd beim Spiel. Ja. Dann fliegen wir nach New York. Dann der Super Bowl. Super Bowl. Letzte Woche Pro Bowl. Bis mit Ray Lewis. Wir sind im Jet unterwegs. All den ganzen Kram. Ja. Klar hast du es dir verdient. Auf jeden Fall. Die Problematik, die ich jedoch sehe, ist: Kann man den Blick für die kleinen Dinge behalten? Mhm. Kannst du deinen Hunger, hart zu arbeiten, auch noch weiter behalten? Kannst du heiß bleiben oder wird dann alles normal für dich? Und der Grund, warum ich mich trotzdem entschieden habe, und das kann ich auch jedem Vlog sagen, um dich mitzunehmen, ist, weil du es dir in den letzten Wochen absolut verdient hast. Dankeschön. Okay? Du hast reingehauen, du hast dafür gesorgt, dass Sales bei uns bis zum Geht nicht mehr reinkam. Du lernst, du wächst, du schaust die Online-Seminare an, du liest die Bücher, du bist früh mit dabei, abends mit dabei, du zeigst keine Attitude. Du haust rein. Die großen Opfer, die du bringst, sehen die meisten Leute gar nicht. Mhm. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, eigentlich wollte ich dich mitnehmen, aber du hast dir einfach verdient. Dankeschön. Du hast reingehauen. Und deswegen gehen wir zum Dinner. Und diese Woche ist dann nicht nur für Cheyenne, sondern auch für dich gewidmet. Und ich hoffe, du nimmst einfach mit, für dich als junge Frau, zu verstehen, wie weit kann die Reise eigentlich gehen? Was kannst du dir selbst verdienen? Ja. Ja, was kannst du selber für dich mitnehmen? Was kannst du für dich selber erschaffen? Mhm. Sodass du nicht irgendjemand anders brauchst, sondern dass du dein Leben selber kreieren kannst. Und hier schaffst du einen Mehrwert. Und deswegen verdienst du es dir und deswegen bist du einfach mit am Start. Als wir letztes Jahr in New York waren, hatte ich nämlich tatsächlich kurz diesen Moment, dass ich da saß und irgendwie so dachte, wie kann das gerade real sein? Also es hat sich so ganz merkwürdig unreal angefühlt, im positiven Sinne, aber auch irgendwie so, dass ich es gar nicht greifen konnte tatsächlich. Dass es irgendwie so war, boah, krass, was erlebe ich gerade, was sehe ich gerade, wo bin ich gerade, mit wem bin ich gerade hier? Und da habe ich mich an ein Gespräch erinnert, was ich mit dir hatte. Da hattest du mir mal erzählt, um weiterhin die Wertschätzung behalten zu können, ist es ganz wichtig, aufzuschreiben. Yes. Also wirklich aufschreiben, am Ende des Tages aufschreiben. Was denkst du, was hast du gelernt? Genau. Was sind deine Fragen, die du hast? Und das hat mir voll geholfen, den Blick dafür zu behalten. Und das hilft mir einfach zu sehen, was noch alles kommen kann und auch die kleinen Dinge wertschätzen zu können trotzdem. Sehr gut, aber wir sind in einer Welt unterwegs, wo man glaubt, es ist normal. Deswegen bin ich stolz auf die junge Dame. Dankeschön. Heute nach dem Dinner wird spannend. Ich nehme euch heute mit. Wir sind heute beim Training von Floyd Mayweather.
Ein sehr guter Freund von mir ist heute da. Der hat eine Company aufgebaut, der ist Zeus. Der hat in 5 Jahren hochgezogen. Der hat fast eine Bewertung von 1 Milliarde Dollar. Die machen Promo, die haben nämlich so eine Show mit, glaube ich, ich habe vergessen, wie die Show heißt, mit irgendwelchen Ladies, das ist Trash-TV. Aber die kombinieren das und sorgen dafür, dass das Floyd ein bisschen mehr promotet. Ja, auf jeden Fall werden die da sein, wir sind dann später beim Training. Ich möchte nämlich, dass die Ladies sehen, wie viel Arbeit hinter die ganzen Showmaking ist. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich habe ja seine Show gesehen, aber ich habe halt noch nichts gesehen, was dahinter steckt. Siehst du, wenn Floyd boxt, ist es wie eine Show. Ja. Aber ihr werdet heute sehen, wie hart er wirklich arbeitet und was alles dahinter steckt. Das eine ist die Show, aber davor ist das richtige Training. Und wir sehen, es werden voll viele Leute mit am Start sein, deswegen, wir sehen uns gleich, bis später. Also gerade hat er richtig trainiert. Ich wünschte, ich konnte euch das Footage zeigen, aber es sollten erstmal keine Kameras da sein. Und wohl richtig, also die Art und Weise, wie Floyd trainiert, ist crazy. Und dann macht er auch wieder andere Sachen, wo du denkst immer, er clownt rum. Aber jetzt siehst du am Shirt, wo ein bisschen Blut dran ist, weil er den anderen richtig zusammen vermöbelt hat. Danach hat er weiter trainiert, Sparring gemacht, also nach dem Sparring, hat am Sack gearbeitet, Seilspring gemacht. Also wir sind jetzt gut 2 Stunden nachts um 23:45 ist er am Trainieren, fast 50 Jahre und bewegt sich, als wenn er niemals altern würde. Das Training war ultra krass. Ich glaube, ich habe noch nie sowas gesehen. Also richtig, richtig. Ihr müsst euch vorstellen, er ist fast 50 Jahre alt. Er bewegt sich wie Anfang 20. Das war einfach heftig. Seine Moves, wie er ausgewichen ist. Ich habe mir einfach nur gedacht, krass, ich will keinen Schlag von ihm abbekommen. Er ist wirklich einfach nur extrem fit. He moves like he's in there by 8. For me? Yeah. Actually, 8. I'm cold. I'm getting so nice with this shit. I'm cold. I'm hopping now, now I gotta go. I'm Maddie's wife and their fight, February 25th, live from London. Maddie's. What's up? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, die beiden sind aber ein Promo. Ich hab selber keine Ahnung, was das ist. Oh, who are you? They with you? My nigga. And you ain't never, she ain't never seen, she ain't never seen. She was like, what the heck is this? Who seen the show? He's really black right here. If we do that, we gonna put a TED Talk on. I think we're on pace to be easily valued at over $1 billion. So now already? I think we're close, man. Strong. We're close. We're very profitable. And he built it 5 years ago. From zero to $1 billion in 5 years. Yeah, so my name is Lemuel Plummer. I'm the founder and CEO of the Zeus Network. We're a subscription video on demand platform. You know, we're one of the number one urban television networks. We've, you know, have done incredibly well, had a lot of success. How did you get that idea? How did you get it started? You know, I felt like, you know, this was a unique space. Like the streaming space was something that I wanted to kind of, you know, get involved in. And I felt like what Netflix was doing, I just wanted to create my own niche within a niche. And so I felt like there was a market and an audience for a certain type of programming. And I was already producing it for a lot of traditional networks. So it's like, why not do it for my own network? Yeah. You know, the technology is available. And you started as a cameraman. I started as an editor, a camera operator. I was a predator. I was doing it all. Yeah. I was a one-man band, similar to this guy right here, probably doing his thing. So you might build a network. Hey, I'll be one of your investors. Don't forget about that. But so, you know, we had a lot of success, and it's been going really well, man, over the last few years. Look out, because he might be one of our events coming to speak, you know what I'm saying? So he will drop a lot of knowledge. Yeah. I haven't asked him, but we invite him already. You know what I'm saying? I would love to, man. Bro, thank you, brother. Man. Thank you, appreciate, brother. Appreciate, man. Appreciate you, man. Nothing but the best. So nach dem Training, ist jetzt noch am Laufen. Er geht jetzt noch mal laufen für eine Stunde. That's dedication. Das war unser Montag. Ich habe ja keine Worte für, wie das war. Ja? Das war schade, dass wir die Trainingssachen nicht aufnehmen konnten. Yeah. Ja? Das Training war so krass, wie schnell er agiert hat. Er hat geboxt, ohne zu gucken. Er hat nicht hingeguckt und es ging einfach warm. Spiel mal einfach ein, wie Floyd normalerweise boxt und kämpft.
Morgen ist das Spiel von LeBron James. Es geht darum, den All-Time-Leading-Score zu knacken. Wird er das schaffen? Wird er das schaffen? Das LeBron James, LA Lakers gegen OKC. Let's go. You know me. See you tomorrow. Guten Morgen. Do your routines. So eine Morgenroutine ist in meinen Augen, ich glaube, das ist ein Teil meines Erfolges. Mir wurde nichts in die Liege gewegt und legt und dir wahrscheinlich auch nicht. Aber es gibt einen Spruch und der sagt, wenn du nicht aus einer reichen Familie kommst, dann solltest du dafür sorgen, dass eine reiche Familie von dir kommt. Was bedeutet Reichtum? Reichtum ist der völlig freie, uneingeschränkte Gebrauch aller materiellen Mittel für deine körperliche, für deine geistige, für deine emotionale, für deine seelische Entfaltung. Und wie entfalten wir uns? Wir brauchen die richtigen Informationen, wir brauchen die richtigen Umgebung. Doch oft ist es so, wir sind in der richtigen Umgebung, nehmen die Sachen aber nicht mit und verwerten sie nicht und können sie vor allem nicht umsetzen. Gestern war ich einmal mit dem Gründer von Zeus. Network aufgebaut, also eine Streaming-Plattform, die fast 1 Milliarde Euro wert sein wird nach 5 Jahren. Hat angefangen wie der junge Mann hier als Kamerajunge von Elijah, von einem sehr guten Freund von mir, die sind sehr gut befreundet. Und hat die Company in 5 Jahren hochgezogen. Auf der anderen Seite war Floyd Mayweather. Floyd hat einige richtig krasse und geile Punkte mit mir geteilt, wie er seine Marke aufgebaut hat, wie er zu dem reichsten Boxer aller Zeiten geworden ist, was er ganz genau gemacht hat. Ich schreibe mir gerade diese ganzen Sachen runter, um zu verstehen, was wende ich davon an, was wusste ich nicht, denn keiner von euch hat wahrscheinlich gelernt, wie man finanziell unabhängig wird, wo man die richtigen Informationen herbekommt. Man bekommt so viele Informationen von überall her, aber sie aus erster Hand zu bekommen von jemand, der in 5 Jahren eine Milliarden-Company aufgezogen hat, jemand, der zum reichsten und einer der wahrscheinlich 3 erfolgreichsten Boxer aller Zeiten geworden ist. So, was wissen die, was wir nicht wissen? Denn uns wird sowas nicht beigebracht. Du lernst es nicht in der Schule, du lernst es nicht in der Uni, du lernst es nirgendwo. Das System ist sogar so aufgebaut, dass Leute wie du und ich, dass wir am Ende des Tages eigentlich zusammenbrechen, dass wir das alles gar nicht sehen sollen, dass wir so ein Gedankengut entwickeln, das dafür sorgt, dass wir so ein Durchschnittsleben leben, was vielleicht gar nicht unserer würdig ist. Ja, das fängt schon im Kindergarten an, geht weiter in die Schule, geht weiter in die Uni und dann später so ein Arbeitsalltag. Und wir sollen am Ende an sowas glauben wie die Rente. Wir sollen an die Medien glauben, ja? An die Nachrichten, die wir gefüttert bekommen. Wir sollen glauben, dass verschiedene Länder unsere Feinde sind. Wir sollen an die Politik glauben. Wir sollen an Dinge glauben, die nicht zu einem erfolgreichen Leben beitragen. Deswegen alles ausblenden, morgens hinsetzen. Und wenn du mit echt krassen Leuten zu tun gehabt hast, saug jedes Wort auf, schau, was gut ist, schreib es runter. Und dann bring das in irgendwie Formeln, die du dann für dich verwerten kannst, sodass du dein Leben maximierst. Sodass du das meiste aus dem Tag, aus der Woche, aus dem Monat und dann am Ende des Tages aus dem Jahr holen kannst. Denn wer das Jahr gewinnen will, muss den Tag gewinnen. Wer den Tag gewinnen will, sollte seinen Morgen gewinnen. Wer den Morgen gewinnen will, sollte die Sachen aufschreiben. Denn wer schreibt, der bleibt. Und dann kannst du rausgehen und die Dinge umsetzen. Das sind meine Insights für den heutigen Tag. Also, let's start the day. Cheyenne, kommst du? Fine Swain, Milliardär, smarter Kerl. Immer wenn du mit dem bist, kriegst du richtig fette Learnings. Deswegen nehme ich meine Nichte mit. Weil wir kommen nicht aus einer reichen Familie und ich will, dass sie lernt, wie man richtig reich denkt. Nicht wie ein Multimillionär, sondern wie ein Milliardär. Ich hoffe, so wie ich ihn kenne, er wird die Kamera sicher nicht erlauben, aber mal sehen, wir probieren es einfach. Cool. Cheyenne, komm! Wir fanden jetzt zu Wayne, ein Freund und Businesspartner von meiner Familie. Wir haben Wayne, glaube ich, letztes Jahr kennengelernt durch Sarah. Und da sieht man mal wieder, wie wichtig Relationship Building ist. Von einem guten Kontakt kommt man zum nächsten guten Kontakt. Hier in Los Angeles ist total interessant. Wenn du hier in Beverly Hills fährst, wie ich schon sage, Beverly Hills, die ganzen Hügel, du hast so enge Straße, mega verwinkelt. Ich frage mich immer, wie die Autos das so alles hinbekommen, dass du genau siehst, wie die,
die schleichen sowieso so Schlangenkurven. Dann geht es immer richtig hoch zu den steil zu den Hügeln, aber die Häuser sind wunderschön links und rechts. Ne? Hello! What's going on in the city? How you doing, brother? Come in real quick. Listen. Wayne in the house. Oh, what's happening? Do you remember Blake? What's going on? Good? Yeah. This is Anthony. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Hey, John. How you going? Okay, let's turn that off. I'm going to show you something. Yes. Turn that off. 1 hour later. So, ein kurzes Meeting mit Wayne. Und jetzt gehen wir zum nächsten Meeting. Ich erkläre gerade meine Nichte. LA ist jetzt nicht wie Dubai. Ja. Es ist nicht wie Miami. Ja. Es ist nicht wie New York. New York ist sehr zeigen, was super teuer ist. Dubai zeigt mit Marken, was super teuer ist. Mhm. Bugattis und all den ganzen Kram. In Los Angeles gibt es Leute, die könnten sich 10 Bugattis leisten, die fahren aber nicht die Bugattis hier in Los Angeles. Es gibt ganz wenige Leute, die es machen würden. Besonders weil es hier drumherum so gefährlich ist. Ja. Das sehen wir gar nicht. Ich habe jetzt gar keinen Supercar oder so. Nein, in Beverly Hills brauchst du nicht. Aber einfach dort zu leben, das ist, wie ich sagte, eine natürliche Selektion. Wenn du dort lebst, weiß man definitiv, du gehörst zu einer Upper Class, sonst könntest du dort nicht leben. Okay. Die Dinger sind wahnsinnig, wahnsinnig teuer. Übertrieben overpriced. Wie viel war denn zum Beispiel die Immobilie jetzt in Wayne? Ich weiß nicht. 2 Millionen? 10 Millionen. Noch 10 Millionen? Ja. Das ist Beverly Hills. Krass, ja, okay. Ja, das ist Beverly Hills. Du bist in der most prestige Gegend der Welt. I didn't know this. Das ist Los Angeles, das ist Southern California. Hier scheint die Sonne so gut wie immer. Du, dafür zahlst du. Dafür ist Southern California bekannt. You didn't know, huh? I did, but I know now. Ich bin jetzt gerade hier mit meiner Nichte. Spazieren gerade und unterhalten uns. Nehmen uns etwas die Zeit und gleich fahren wir weiter und nehmen euch mit zu unserer Immobilie. Will er mir noch ein paar Sachen anschauen? Boah, ich bin so gespannt. Ich habe sie ja noch nie live gesehen. Stimmt, noch gar nicht, ne? Nee. Cool. Auf den Gang. Beverly Hills. Wie schön auch diese Gegend ist. Aber was ich noch viel schöner finde, ist, mit meiner Nichte diese Orte erleben zu können, ihr alles zeigen zu können und sie wachsen zu sehen. So, wir sind jetzt bei der Construction und kommt mal mit, Leute. Ich glaube, das Schönste in L.A. sind einfach die Hills. Schaut euch das mal an. Einfach so ein wunderschöner View. Also hier ist, ihr könnt sehen, hier ist noch nichts richtig fertig, ne? Deswegen wird jetzt alles noch gebaut und dann ist es natürlich auch sicher, hier zu laufen. Also ich zeige euch mal das Haus hier. Wir starten mich bald mit den Renovierungsarbeiten. Das wird sehr, sehr cool. Das ist übrigens wird nur das Gästehaus sein. Das Geile... Das Geile ist das da. Schau mal, das ist witzig, wenn man nur Dreck sieht, was wirklich ist, wir brauchen halt so Genehmigungen, um das bauen zu dürfen. Ja. Weil dadurch, dass wir so nah am Hügel sind, siehst du das? Ja, voll. Ist alles durch, ne? Alles durch den Regen, ist das alles runtergerutscht. Ach, krass. Und wir müssen solche Säulen unterbauen, fast 30 Meter tief. Krass. Und dafür brauchst du eben Permits, also Genehmigungen. Und es braucht alles so knapp ein Jahr, weil wir müssen hier eine Garage bauen. Du musst eine Garage bauen. Yeah, das ist vom Staat hier so vorgegeben. Yeah. Da wird das Haus, dann hier kommt ein Infinity Pool. Das sind so knapp 270, 280 Quadratmeter sein. Stockwerke. Genau. Hoch, ne? Wir überlegen, dass wir einen Basketball Court hier aufbauen. Also es soll sehr viel passieren. Also ich zeige meiner Nichte mal das ganze Apartment. Ihr schaut einfach hier oben, klickt da hier rauf und schaut euch die ganze View mal an. Habt den ganzen Video dazu. Sehr guter Tag. Shane hat sehr viel mitgenommen, sehr viel gelernt. Wenn du nicht aus einer reichen Familie kommst, dann soll eine reiche Familie von dir kommen. Und es war cool, dir auch Wayne vorzustellen. Und es war wahnsinnig stark mit Wayne, denn stell dir mal vor, du hast einfach Zugang zu so einem Milliardär und er spricht mit dir und teilt mit meiner Nichte sein Know-how. Ich fand's geil, er hat heute mit dir einige Dinge geteilt, die ich auch mit Cheyenne schon geteilt hatte. Und das war, du gehst nach dem Pareto-Prinzip vor. Und das Pareto-Prinzip besagt, du fragst dich, was sind 20% der Leute, 20% der Dinge, die du tust und mit Leuten, mit denen du zu tun hast, die 80% für dein Ergebnis zuständig sind. Die 80% für deine Probleme zuständig sind. Von denen trennst du dich und bei den anderen, darauf fokussierst du dich umso mehr auf die. Und so schaffst du es, dass du in kürzerer Zeit
mehr rausholst. Also, Pareto-Prinzip. Was sind die 20% der Dinge, die dich zu 80% nach vorne bringen? Fokussiere dich mehr darauf und mach mehr von denen. Morgen werde ich meine Gedanken, ich habe vorhin Notizen gemacht, ich werde meine Gedanken runterschreiben. Und sorry nochmal, dass er die Kamera ausgemacht hat, denn er hasst Kameras, so wie ich normalerweise Kameras hasse, vor allen Dingen, wenn es nicht meine sind. Er entschuldigt sich auch. Ich schaue immer, dass ich die Woche oder die nächsten Vlogs vor die Kamera habe, dass er mal seine Learnings mit euch teilt. Cool. Also, ich ziehe mal ein weißes Shirt an. Wir sehen uns gleich. What's up, ladies and gentlemen? Wir fahren jetzt zum Spiel von LeBron James. Wer von euch kennt nicht LeBron James? Ich habe drei Lieblingsspieler. Kobe Bryant ganz oben, Michael Jordan und LeBron James. Heute wird es eventuell ein historischer Tag, denn er bricht eventuell den All-Time-Basketball-Scoring-Rekord von Kareem Abdul-Jabbar. Das wird in die Geschichte eingehen, wenn er das bricht. Einige Tickets neben uns sind für 100.000 Euro weggegangen. Müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist crazy. Also wir sind dort mit meinem Partner natürlich, Floyd Mayweather und ganz Hollywood wird natürlich mit am Start sein. Also, es ist ein guter Ort zum Connecten und natürlich meine Liebe zum Basketball. Ich kann es kaum erwarten, das Ganze heute mitzuerleben. LeBron James, ladies and gentlemen, alles mit dabei. Von Hascha, von Floyd, Jay-Z mit am Start, Rudy mit dabei, alle mit dabei und es ist crazy. Wir haben das Spiel einfach gerade gestoppt, um ihn zu zelebrieren und Kareem Abdul-Jabbar als den vorherigen All-Time Scoring Leader zu feiern. Time Leading Scorer, NBA History. So, am Ende haben wir alle Shirt-Check bekommen. LeBron James, All-Time Leading Scorer. Es war ein perfekter Abend. Lakers hat zwar verloren. Ja, Spaß gehabt. Die Stimmung war übertrieben. Wir haben so mitgekriegt, weil die ganze Zeit. Und mit einem dicken Yeah! Gute Nacht. Wir sehen uns morgen. Guten Morgen, Ladies and Gentlemen. 8:34 Uhr. So, wir werden jetzt ein bisschen spazieren gehen. Vielleicht einen Green Juice trinken gehen oder sowas. Let's do it. So, die anderen schlafen noch. Wo packen wir also den Schlüssel? Ganz einfach.
Unter die Matte, sagt's aber niemandem. Let's start the day. So, was werden wir machen? Wir werden ein bisschen spazieren gehen, Podcast hören und danach ein paar Telefonate machen, denn in Dubai ist schon 20.38 Uhr, in Deutschland ist 17.30 Uhr, in Europa, in Italien auch, wo meine Teams sind. Und in New York ist es, und Miami ist es bereits 11.38 Uhr. Chef ist spät aufgestanden, nimmt sich seine Zeit und dann mache ich einen Haufen Telefonate. Let's do it. Let's go. Jetzt fangen wir mit den Telefonaten. Trinken unseren Green Juice. Let's start a good day. Ob ich müde bin? Müde macht uns nicht die Arbeit, die wir tun, sondern die Arbeit, die wir liegen lassen. Und dementsprechend bin ich konstant am Arbeiten. Wer hat viel will, sollte viel geben. Doch Arbeit muss nicht eintönig sein, denn wir können die Welt zu unserem Office machen. What's up, ladies and gentlemen? Die wichtigsten Telefonate am Morgen sind durch. Werde zurückfahren, es ist noch ein Telefonat meiner Assistentin und dann sehen wir uns später. Nicole, warum am Sonntag? Wieder so Yoga-Session zu machen und nach uns zu fahren auf die Malediven. Einfach 4-5 Tage. So, what's up, ladies and gentlemen? Look who's here. Whoops! Hannah ist gerade angekommen. Die gehen nämlich gleich zum NBA-Spiel. Die beiden Ladies kommen natürlich auch gleich mit. Und die anderen treffen wir jetzt kurz vor dem Staples Center. Wir sind da beim Spiel, wahrscheinlich danach ganz kurz nochmal ein Meeting mit Wayne. Den habt ihr vorher schon gesehen. Und dann geht's für uns nach Las Vegas, weil ich heute Nacht noch einen Termin habe, weil ich morgen Mittag in New York sein darf und müsste. Wird sehr interessant, mal sehen. Wir sehen uns dann gleich beim Spiel. Solche Spiele, um Freunde, um Geschäftspartner, heute manchmal Influencer mitzunehmen, um diese alle das Spiel erleben zu können und mehr zu connecten. We are going to the game. Who's playing? Everyone. You don't know? Important. Yeah, yeah, I know. Clippers. Yeah, and? I said Clippers. Who's playing? The Clippers. The Clippers versus Mavericks. Who's going to win? Clippers. I don't know. Clippers. Clippers? Clippers. Right. Obviously the Clippers. Was denkst du? Oh, Mavericks. Luka? Yeah. Ja. Luka, wenn er hier spielt, nimmt er auseinander. Oh shit, und Kyrie spielt. Yes. Look at this guy! Some of you, einige kennen ihn vielleicht noch aus früheren Videos. Some of you might know him from Instagram. This guy. Lass mich mal zeigen, was alles drauf hat. Let me show you this highlight reel. Boom! That's Tony. That's Victor. I was a problem, all it was stopping me. I didn't like it, I had to refocus. Now I'm devoted, I know where I'm going. Controlling emotions, I'm owning the moment. In order to get it, see, you gotta want it. Don't make a living break. Confessions over these 808s. Don't sleep on the key, better stay away. I'm in for heaven's sakes. I'ma be the best. Came from the endless. I ain't with the game. This is not the chest. Going gorilla. Beating on my chest. Trying to get my rest. Watch me while I flex. Every win is a blessing. And every L is a blessing. Ich hoffe, man hört mich gut. Das ist das erste Spiel, was ich live sehe von Kyrie Irving. Nach seinem Trade von Brooklyn Nets zu den Mavericks. Kyrie kann wirklich zocken. Guck mal, da ist er. Genau da ist er. Und? Whoops! Nächster Assist. Und Elijah, guck mal den da. Sitzt direkt neben Floyd. Look at him. Look at this dude. Look at this dude. Ich will so sehr den Ball gerade nehmen. Soll ich den Ball hier nehmen? Ah, dann eben nicht. Aber bei Clippers, ich hab ganz vergessen alles. Bei Clippers. Kawhi Leonard, Paul George. Ich wusste nicht, dass Paul George heute spielt. Er ist einfach smooth mit dem Ball. Der Typ kann alles mit dem Ball machen. Luca spielt nicht, ist raus. Mit Luca raus ist wieder 50-50. Oh, man! Oh!
game in his debut. Das Spiel war großartig. Wir holen jetzt ganz schnell ein paar Sachen und dann geht's schon wieder ab nach Vegas. Oh, mein Schuh ist hängen geblieben. Behind the scenes. Warte. Danke. Zum Glück können wir mit dem Flieger fliegen, weil wenn wir jetzt commercial geflogen wären, hätte ich den Termin nicht schon bekommen. Und ich habe jetzt noch einen Termin in Las Vegas. Nachts. Das hätte so lange gedauert. Also, lasst auf nach Las Vegas. Let's do it. Ich fand so krass, die Stimmung in diesem Stadion war unnormal. Ja. Es ist so schön zu sehen, wie leidenschaftlich alle zusammenkommen, wenn es um diese Sportart geht. Ne? Total. In Deutschland haben die sowas gar nicht. In Amerika ist so dieses Sportgefühl und die Leidenschaft dafür einfach nochmal viel, viel heftiger. Entsprechend ist natürlich auch die Energy krasser und es war echt cool. Money loves speed, wealth loves time, poverty loves indecision. Wenn du nicht wirklich weißt, wie du Entscheidungen triffst, entschlossen bist, deswegen bist du poor, deswegen hast du kein Geld, deswegen bist du broke. Wenn du verstehst, wie Wohlstand aufgebaut wird, über Zeit und mit Geschwindigkeit, kommt das Geld. Deswegen, die Aufgabe ist, sich schnell zu bewegen. Ich rede davon, dass in gewissen Phasen, wenn du weißt, dass jetzt die Zeit gekommen ist, dann ist mir gesagt, strike now, dann ist die Aufgabe, jetzt umzusetzen, auch wenn du müde bist, auch wenn du eigentlich gar keine Lust hast. Die Phase umzusetzen ist jetzt, dann solltest du auch jetzt umsetzen und alles drauflegen und den Fokus draufsetzen. Wohlstand baust du über die Zeit auf, gib dir genug Zeit und Raum. But poverty loves indecision. Wenn du nicht weißt, wenn du nicht entschlossen bist und jetzt weißt, es ist die Zeit gekommen, jetzt reinzuhauen, dann wirst du und bleibst einfach broke. That's what it is. Und deswegen machen wir, was wir machen, deswegen bewegen wir uns. Auch wenn du müde bist, Schatz, auch wenn ich müde bin, es gehört einfach dazu. Du brauchst nicht der Schlauste sein, du brauchst nicht der Intelligenteste sein, du brauchst nicht der Hübscheste sein, du brauchst nicht den besten, größten Namen haben. Nur zu verstehen, manchmal gewinnst du durch die Geschwindigkeit in Kombination mit der Qualität, die du bringst. Yeah, when I blow up, I'ma soar high like Peter Pan. In real life, be living all my dreams. Ein Hotel holt mich einfach gerade ab. Schatz, aber das ist in Vegas fast immer so. Das ist nicht normal. Man, I know this what I came for on a big stage. Come on, I'm going to do whatever I say. So, have cheeks and color the rainbow. Yeah, chains on me like a rainbow. Nein, das ist eine Arbeit. Vorgelegt, wenn nötig ist. Money on my mind, and I'm headed to the top. I won't stop until I find it. Write my name in diamonds, but all these lights are blinded. So, das war das letzte Meeting für den heutigen Tag. It was a long day. Morgen geht's nach New York, dort nehme ich euch mit, zu Morgan Stanley und zu einer unserer Klienten ist der Irv Gotti. Ich weiß nicht, wer von euch Irv Gotti kennt. Er ist der Grund, warum Leute wie Jay-Z so groß geworden sind. DMX, Ja Rule, Ashanti und so weiter und so fort. Und wir haben ihm dabei geholfen, also mein Partner vor allen Dingen, dass er 50% von seinem Musikportfolio verkaufen konnte für fast 300 Millionen Euro. Und jetzt steht für ihn die nächste Sache an. Es kann hochgehen bis zu einer Milliarde, hört sich crazy an. So etwas habe ich mir damals nie vorstellen können. Aber es gibt im Prinzip das Stacking. Die eine gute Sache, auf die du konzentrierst, zieht die nächste mit und die nächste. Dann kannst du auf den verschiedenen Sachen aufbauen. Genauso ist es mit den Kontakten. Der Grund, warum du zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit den richtigen Leuten sein möchtest, ist, wenn dein Netzwerk anfängt, ein Netzwerk für dich aufzubauen, gibt es irgendwann keine Grenzen mehr. Was passiert plötzlich, dass die einen Leute dich mit den nächsten connecten. Irv Gotti connectet dich mit dem und dem. Ne? Floyd Mayweather connectet dich mit dem und dem. Ray Lewis connectet dich mit dem und dem. Und auf einmal hast du mit den krassen Leuten zu tun. Denn das große Problem, was die meisten Leute haben, ist, sie sind, besonders auch wenn sie... I don't know. Ist, dass sie entweder nicht die richtige Persönlichkeit sind oder nicht mit den richtigen Persönlichkeiten zu tun haben oder nicht das richtige System haben. Du kannst eine absolute Ausnahmepersönlichkeit sein, aber die Persönlichkeiten um dich herum, die kreieren die Möglichkeiten. Wenn du keine Möglichkeiten hast, musst du immer selber schuften, immer selber arbeiten.
da musst du Sachen finden, aber kannst sie nicht wirklich kreieren. Und um die richtigen Leute um dich herum zu haben, ist es wichtig, dass du weißt, dass die Leute nicht zu dir kommen werden, sondern wichtig ist, dass du zu den richtigen Leuten hingehst. Das Warum, das Wer, das Wann und das Wo. Warum sollten die Leute sich mit dir connecten? Der Grund liegt meist in den Leuten um dich herum. Wer stellt dich vor, mit wem bist du unterwegs? Nummer zwei, mit wem hast du zu tun und für wen bist du wichtig? Wer sagt was über dich? Denn wichtiger als wen du kennst, ist wer dich kennt. Und wer spricht über dich? Nicht, wie viele Leute sprechen über dich, sondern wer spricht über dich? Und das Wo? Ich glaube, uns wurde das in der Schule nie beigebracht. Wir denken immer, dass wir mit den Möglichkeiten arbeiten müssen, die wir bekommen haben. Die Schwierigkeit dabei ist, es wird nie wirklich jemand Krasses zu deinem Ort kommen. Ich komme aus Berlin Wedding. Wenn ich so gedacht hätte wie früher, wäre ich immer noch in Berlin Wedding. Wer hätte sich vorstellen können, ich sitze hier irgendwann in Berlin Wedding an der Koloniestraße und eines Tages entscheidet Floyd Mayweather oder Denzel Washington oder The Rock oder der Präsident der Vereinigten Staaten oder von wem auch immer, sein Ticket aus den USA nach Deutschland zu holen, dann nach Berlin vor allen Dingen, dann ein Taxi oder einen Bus zu nehmen zur Osterstraße, um mich dann zufällig dort zu treffen, wo ich bin. Das wird dann nie funktionieren. Unsere Aufgabe ist, dass wir uns bewegen, dass wir rausfinden, wo sind die Leute. Wenn sie in New York sind, dann sind sie in New York. Wenn sie in Singapur sind, sind sie in Singapur. Wenn sie in Brasilien sind, sind sie in Brasilien. Auf welchen Events triffst du sie? Bei welchen Gegebenheiten? Bei welchen Anlässen? Wir waren am Sonntag bei Provo. Warum? Ray Lewis hat dort gecoacht und ganz Las Vegas war dort. Ich war mit Floyd Mayweather in seiner Box zu der Zeit, wo viele Leute da waren, die ich treffen sollte. Zwei Tage später waren wir in Los Angeles. Hatte ich Lust, nach Los Angeles zu fliegen? Nein, aber es war wichtig. Es war das Spiel von LeBron James. Und da war in dem Stadion war Phil Knight, der Gründer von Nike, Bad Bunny, Denzel Washington, Jay-Z, Usher, Floyd Mayweather, Woody Harrelson, Shannon Sharp, LL Cool J. Und das waren nur Celebrities, die ich gerade genannt habe. Wer alles im Haus war, sind alles Leute, die treffen Leute wahrscheinlich in 20 Jahren nicht. Das heißt also, du kannst durch einen Ort 20 Jahre auf 2 Stunden komprimieren. Und dort geschehen Dinge. Durch diese ganzen Events, da denkt man, okay, man sitzt nur dort, man unterhält sich. Aber die führen zu das, was morgen in New York ist. Diese Spiele, NBA-Spiele, diese Pro Bowl, diese Super Bowls, diese was auch immer, diese Events. Wenn du eine gute Reputation hast, wenn du absolut hart arbeitest, wenn du freundlich zu den Leuten bist, Manieren hast und deliverst, sorgen die Leute dafür, bei diesen Events dich mit den richtigen Leuten zu connecten, sodass du am Ende des Tages das Ganze in bare Münze verwandeln kannst und einen Unterschied machen kannst. Deswegen fliegen wir in wenigen Stunden nach New York. Ich werde die meisten Sachen hier lassen und 2 Tage nach New York fliegen und bin dann in 2 Tagen wieder hier. Guck mal Leute, das wollte ich euch zeigen. Immer wenn ich mit diesen ganzen Leuten bin, schreibe ich mir Dinge auf, die sie sagen oder die mir auffallen. Und es ist so, als wenn du kein Buch mehr lesen musst, weil dein ganzes Leben ist voller personifizierter Bücher, wo ich die Sachen, die sie alle sagen, runterschreibe und dann das Beste vom Besten in mein Notizbuch habe. Und eine Sache, die ich beim LeBron-Game aufgeschrieben habe, oder nach dem LeBron-Game, muss man vorstellen, da war LeBron James, Floyd Mayweather, Denzel Washington, Jay-Z, alle möglichen Entertainment-Größen. Und wisst ihr was bei all dem, was die alle gemeinsam haben? Alle sind über Nacht erfolgreich geworden. Der Unterschied ist, die alle haben fast 10 Jahre gebraucht, manche 20 Jahre, wie LeBron, um über Nacht verewigt zu werden. LeBron ist zum All-Time-Leading-Scorer geworden, über Nacht, aber er hat 20 Jahre Punkt für Punkt dahin gearbeitet. Floyd Mayweather ist wahrscheinlich zu einer der großartigsten Boxer aller Zeiten geworden. Und warum? 20 Jahre darauf hingearbeitet. Jeden Tag. Und da ist ein Spruch dazu, der sagt, don't judge the day by the harvest you reap, but by the plant you seed. Urteile nicht den Tag an den Resultaten, die du hast, sondern an der Arbeit, die du liefern kannst, die Resultate bringen. Wir sehen uns in New York. I'm tired, aber day by day. See you tomorrow.
Warum wir jetzt in New York sind, ist genau wegen dem Meeting, was jetzt ansteht. Wir treffen uns im Headquarters von Morgan Stanley mit Leuten, die sehr, sehr viel zu sagen haben. Und wir pitchen ihnen ein Konzept, wo wir möchten, dass sie mit einsteigen. Es geht um sehr, sehr viel Geld, denn Morgan Stanley fokussiert sich auf High Network Individuals, in unserem Fall unsere Celebrities. I'm saying 60, I'm 52, I'm giving 8 more years of this run. Right. And so again, 8 years. We want to position you guys so that 50 billion, you can 20 continue billion. This wealth that your dad built for generations. We don't want to lose any of it. Wenn dieses Video rauskommt, ist der Deal eventuell noch nicht durch. Dementsprechend werde ich nicht von dem Deal erzählen. Aber ich werde euch darüber erzählen, was ein wahrer Entrepreneur vielleicht macht. Er sorgt dafür, dass er nicht nur mit seinem eigenen Geld arbeitet oder mit seiner eigenen Zeit, sondern er arbeitet mit dem Geld anderer Leute. Und die verwalten, glaube ich, Trillionen von Euros. Dadurch hast du viel mehr Leverage. Das heißt, du hast eine Hebelwirkung, wo du viel größere Deals angehen kannst. Du arbeitest mit dem Wissen anderer Leute, mit dem Brand anderer Leute. Ich nutze den Brand meiner Celebrities, um Deals zu kreieren für mehrere Leute, an denen ich mitpartizipieren kann. In anderen Worten für dich, es kann vielleicht sein, dass du, wie ich komme aus Berlin, Wedding. ich bin nicht privilegiert, aufgewachsen. Ich komme nicht aus reichem Elternhaus. Ich habe nicht zu Ende studiert. Ich bin nach der 11. Klasse nach USA gegangen und wollte Basketballprofi werden. Bin verletzt, zurückgekommen, heißt also körperlich, ich konnte nicht weitermachen. Und alles, was ich gelernt habe, war autodidaktisch. Das heißt, die Leute, die studieren waren, die Top-Leute, die an oberster Stelle arbeiten, das sind heute meine Partner. Und ich lerne durch sie und arbeite mit ihnen. Und ja, das machen wir. Wir arbeiten mit dem Geld anderer Leute, um diese Leute viel wohlhabender zu machen, bringen bessere Deals, strukturieren mit und partizipieren daran mit. Denn der Grad des Schwierigkeits eines Problems bestimmt, wie viel Geld du am Ende verdienen kannst. Also es kommt nicht darauf an, wie hart du arbeitest, du sollst hart arbeiten, sondern dass du schwierige Probleme löst. Und ein Problem sind nun mal, dass viele wohlhabende Celebrities oder auch generell Leute, die müssen an den Punkt kommen, dass sehr viel Geld, das sie haben, noch mehr für sie erwirtschaftet und für sie arbeitet. Beziehungsweise, dass sie dieses Geld nicht verlieren. Und dementsprechend verdienen wir eben Geld, weil wir den Wert bringen, den sie brauchen. Preis ist, was du zahlst. Wert ist, was du bekommst. Also bringe Wert und dafür zahlen Leute einen hohen Preis. Und den Wert, den ich jetzt zusätzlich bringe, ist eben Morgan Stanley mit ins Boot zu holen. Aber schaut mal, wer angekommen ist. Hey, hey, Paul Flynn in the building. Was wir jetzt machen werden, ich gehe mich gleich umziehen. Wir gehen dann alle gemeinsam trainieren. Und wir werden dann später unsere Sachen besprechen. Wir haben Spiel zu besprechen. Vielleicht nehmen wir euch wieder mit. Let's go. Game was dope, bro. Always with Floyd, bro. You know what he's talking about? What? He can ball. Actually? I think he can, but let's see. Hey, bin so mit Floyd. Und hat da wirklich gesagt, ey, wir sollten mal zocken gehen. Du kannst schon mal zocken. Ja, doch, doch. Wir fliegen am Morgen nach Arizona. Und da werde ich ihn mal testen. Ob er wirklich spielen kann. Hier, mit Court. Und für euch. Let's go work out. Das war eine Woche. 7 Tage aus meinem Leben. Von Dubai zum Pro Bowl in Las Vegas gemeinsam mit Ray Lewis bis hin zum Record-Breaking-Game von LeBron James, bei dem er für immer NBA-Geschichte geschrieben hat, sind wir nun in New York angekommen und richten den Blick auf das, was kommt. Denn die nächste mindestens genauso ereignisreiche Woche steht bereits bevor. Are you ready?